Eagle Shadow 1 ist feuerbereit. Wir verlieren hier Zeit. Verstanden, Graves. Moment. Laswell, haben wir Bestätigung? Watcher 1 an Bravo 07. Bist du in Position? Fast da. Da kommt ein Heli. Das ist General Gobrani. Er ist pünktlich. Das muss man ihm lassen. Jetzt drauf da, finden wir heraus, was der mitten im Nirgendwo vorhat. Ist im Visier. Was siehst du? Bewaffnete Einheiten, Panzerwagen und Hardware. Alles russisch. Was zur Hölle wollen die Russen mit Gorbani? Sie versorgen den Iran. Waffenhandel. Haben Sie das, Shadow 1? Bestätigt. Zwei Fliegen, eine Klappe. Wir müssen Gorbani verifizieren, bevor wir das durchziehen. Ghost, kannst du den General identifizieren? Bewaffnete Eskorte um einen VIP. Die Russen freuen sich sehr, ihn zu sehen. Wird das letzte Mal für sie sein. Ghost, hast du Gorbani identifiziert? Noch nicht. Ich sehe General Gorbani. Verstanden. An alle Einheiten, Ziel bestätigt. Shadow 1, Sie haben grünes Licht für den Start. Verstanden, Kommando. Ghost, du bist in der Gefahrenzone. Das wird ordentlich knallen. Verstanden. Freigabe. Schickt sie. An alle Einheiten, Shadow 1. Rakete bereit zum sofortigen Abschuss. Bereit halten für Start. Koordinaten drin. Ziel zugewiesen. 2, 1, go! Rakete ist unterwegs. Rakete auf Kurs Nordost bei 065 Grad mit Mach 3, Höhe 500 Meter. Verbindung ist gut, benötigt manuelle Stabilisierung. Rakete auf Kurs Nordost bei 065 Grad mit Mach 3, Höhe 500 Meter. Das ist das richtige Fenster, beibehalten. Jack, komm scharf rein. Auf Einschlag vorbereiten. Zeit bis zum Ziel. 5 Sekunden. Eliminierung in 3, 2, 1. Verbindung ist gut. Ziel erfasst. Benötigt manuelle Stabilisierung. Rakete auf Kurs Nordost bei 065 Grad mit Mach 3. Höhe 500 Meter. Das ist das richtige Fenster, Piper. Jack, komm scharf rein. Auf Einschlag vorbereiten. Zeit bis zum Ziel. 5 Sekunden. Eliminierung in 3. Verdammte Scheiße. Treffer. Ziel zerstört. Herein. Laswell. General Shepard. Ich kenne diesen Blick. Sind wir im Krieg? Das wüssten Sie bereits, Sir. Stimmt ganz genau. Was haben wir? Wir haben etwas zu Gorbranis Stellvertreter. Hassan Ziani, die Kutz-Brigade. Aktuell verantwortlich für den Iran. Und versorgt Terroristen. Währung, Waffen, Daten. Er ist ambitioniert. Er ist gefährlich, Sir. Er will Vergeltung für den Gorbani-Anschlag. Er plant etwas. Wir haben keinen Zugriff im Iran. Er ist nicht im Iran, Sir. Er ist gerade in Al-Masra. Was zur Hölle sucht er in Al-Masra? Nur einen Weg, das rauszufinden, Sir. Holen wir ihn uns. Wann? Was sagt Ihre Uhr? Wen schicken wir? Start in 5 Minuten.
Roger. Die Marines laden jetzt ein. Sie und der Sergeant übernehmen die Leitung. Der Sergeant? Joe McCamish. Holen wir uns diese Bastarde, LT. Das wird klasse. Ach du Scheiße. Ghost, hören Sie? Ja, Sir. Probleme? Negativ, Sir. Ende. Luftschläge treffen feindliche Stellungen bei Al-Masra. Die Aufklärung meldet, Al-Katala zieht seine Kämpfer im Tal zusammen. Sie müssen dort irgendwas beschützen. Laut Überwachung sichern die Soldaten drei Gebäude. Vielleicht ist Major Hassan da drin. Ghost und Soap führen eine Marine-Spezialeinheit an, um Hassan noch heute Nacht zu erwischen. Ein Hubschrauber bringt zwei Teams an separaten Punkten nahe am Zielgebiet rein. Bravo-Team, sichert und durchsucht Gebäude 1 und 2. Alpha-Team, Gebäude 3. Alle Schützen haben Feuerfreigabe. Aber wir brauchen Hassan lebendig für ein Verhör. Eine Sache noch. Major Hassan ist Al-Katalas Rückgrat. Sie würden ihr Leben für ihn geben. Viel Erfolg. Bravo-Team geht hier raus. Alpha-Team bleibt an Bord, landet weiter weg. Beide Teams treffen sich in der Mitte. Denkt daran, wir wollen Hassan lebend, nur im Notfall töten. Beeilung! Raider 1 ist erfasst. Stehen unter Beschuss. Beschuss! Täuschkörper! Scheiße, das war knapp. Zweite Rakete! Nope. Bleib in der Nähe. Raider 1 wird ab! Geschossen ab! Wartet. Alpha, Lagerbericht. Alpha, komm! Alpha, wir rücken zu Gebäude 1 vor. Durchhalten. Ghost, wir müssen die Absturzstelle sofort sichern. Zuerst Hassan. Das lenkt den Beschuss von Alpha. Danach sichern wir die Absturzstelle. Verstanden? Roger. Dann los. Zum Gebäude vorrücken. Alle Bravos, zu Gebäude 2 vorrücken. Bravo, Raketenfeuer auf Absturzstelle aus Gebäude 2, Erstanstart. Alpha, wir nehmen uns Gebäude 2 vor. Durchhalten. Soap, Gebäude 2, los!
7-1 geht rein. Mist, da ist einer im Flur. Ghost, feindlicher Raketenwerfer ausgeschaltet. Alles klar, gut gemacht. Das war's. Spur von Hassan. Roger, auf zur Absturzstelle. Hab hier drin ein Video von Hassan. Hassan ist ihr Held. Die brauchen einen neuen Helden. Gesichert, gehen wir. Alles in Ordnung? Ja, die Platte hat's aufgehalten. Haben die Alpha abgeschossen? Ei. Jetzt können wir die Absturzstelle sichern. Alle Bravos draußen sammeln. Ghost, Soap. Al-Katana ist bestens ausgerüstet. Der Rest von euch bleibt hier und gibt uns Deckung. Roger. Alpha 02 hier, Bravo 07. Gebäude 2 gesichert. Wir stoßen zu euch. Alpha hat verstanden. Rechnet mit Kontakt. Al-Katala erwartet uns. Verbündete! Gut, euch zu sehen, Jungs. 5 sind tot, einer verwundet. Ich habe nur meine Waffe und kaum Munition. Helft mir tragen. Keine Zeit, sie sind hier. Visier die Baumgrenze da an. Hab Aktivität. Wenn ihr was seht, dann schießt. Scheiße, wie viele sind das? Dann heizen wir den Dixer mal ein. Na los. Angriff! Schütze bei der Tower! Recht gehabt, Lieutenant. Was das? Fürs Erste. Die Baumgrenze im Auge behalten. Sie bewegen sich noch da draußen. 7-6 brauche luftnahe Unterstützung auf die Baumreihe. Wird erledigt. In Position, Männer. Das war's noch nicht. 07, Luftunterstützung in 3 Minuten. Verstanden.
luftnah Unterstützung kommt. Hey, da ist Rauch an der Baumreihe. Ich sehe nichts. Ja, sehr ein Scheiß. Beschuss! In Deckung! Wir werfen Granaten! Weiterkämpfen! Nur noch ein paar! Mach sie fertig! Alles ruhig. Alles gut, Soap? Alles gut. 2-3 ist getroffen. Er ist tot. 7-2, ich brauch dich hier oben. Schon unterwegs. Ghost, wir sollten zum Gebäude zurück. Negativ. Wir halten die Position oder rücken vor. Hassan ist noch da draußen. 7-6, funk die Luftnahunterstützung an. Verstanden. Moment. 7-4, Kilo 01, Beschuss in einer Minute. Kilo 01 feuert auf alles vor unserer Position. Nahfeuer freigegeben. Roger. Scheiße, was jetzt? Lieutenant, gepanzerte Fahrzeuge nähern sich. Insgesamt 4. Spart Munition und lasst sie näher kommen. Da kommen sie. Zum Angriff bereithalten. Bereit machen. Mäht sie nieder! Unterstützung auf Station! Kilo 01, keine Bewegung im Umfeld. Danke für die Hilfe. Verstanden, 7-6. Kilo 01, gehen, Bereitschaft. 7-6, schickt einen Vogel für Verwundeten-Evakuierung. Roger. Macht euch bereit. Hassan ist noch immer das Ziel. Ei, holen wir uns den Wichser. Alpha, du kommst mit uns. Verstanden, Lieutenant. Los, Bewegung. Soap, bleib in der Nähe. Diese Fixer haben uns als Köder benutzt, oder? Die sind gut gerüstet und ausgebildet. Dank Hassan. Hey, du hast wohl recht, Lieutenant. Ob Hassan noch hier ist? Der Absturz war ihre Chance. Mal sehen, ob sie sie genutzt haben. Wir gehen rein. Roger. Sichtkontakt bei Gebäude 3. Das ist unser Ziel. Hassan könnte da drin sein. Mann am Boden! Scharfschütze auf dem Dach! Runter! Soap, Scharfschützengewehr. Nimm es und an die Arbeit. Soap, schalte den Schützen aus. Alle anderen unten bleiben, bis es sicher ist. Verluste? 7-5 am Boden. Zum Geier sehen die uns! Alcatala hat Nachtsicht. Wir sitzen auf dem Präsentierteller.
Hab noch einen! Guter Schuss! Gib uns Deckung, Soap! Rücken vor! Alcatala hat sich hier verschanzt. Überwachen was richtig Großes. Wir werden hier draußen aufgerieben. Ohne Luftunterstützung kommen wir hier nicht durch. 7-6, auf das Gebäude feuern, sofort! Ghost, wir wissen nicht, ob Hassan da drin ist. Wir haben keine Wahl. Triff das Gebäude, 7-6, aber zerstör es nicht. Kilo 01, fordere Beschuss auf das Gebäude vor uns an. Nicht einstürzen lassen. 7-6, verstanden, wir ziehen los. Verdammt! 7-1, gehe rein. Rein da und helft McTavish! Prüft die Leichen. Wir müssen Hassan identifizieren. Sieht irgendwer Hassan? Negativ. Keine Spur von Hassan. Negativ. HRZ nicht in Sicht. Negativ. Hier ist nichts von Hassan zu sehen. Schütze weniger. Abschuss bestätigt. Nicht Hassan. Das ist nicht unser Mann. Lasst euch nicht erwischen, Bravo. Ziemlich eng. Ich bin hinter dir.
Bohrung eliminiert. Sprengstoffweste! Ja, Robert! In der Arme! Sprengstoffweste neutralisiert! Einer weniger. Unterwegs in den ersten Stock. Rücke vor zum ersten Stock. Schleichen hier überall rum. Weit erledigt. Einer kaltgestellt. Er war hier. Das ist eine verdammte Kommandozentrale. Sieh dich um, Soap. Schau dich um und sieh, was du findest. Hassans Uniform. Also war er hier. Haben ihn beim Sichern der Absturzstelle verloren. Soll das heißen, wir hätten nicht helfen sollen? Entscheidungen haben Folgen. An alle Bravos, hier draußen tut sich was. Bin unterwegs. An alle Bravos, draußen sammeln. Wenn Hassan weg ist, was zur Hölle beschützen Sie dann noch? Verdammt gute Frage. Wir haben ein Ziel. Was haben wir? Ein Lagerhaus. Rolltor ist offen. Hab dringend was gehört. Verstanden. Sichern wir es.
Habe Kontakt! Alles sicher. Durchsuchen. Finden wir raus, was sie verbergen. Über dieses Lagerhaus gab's keine Infos. Was verdammt ist das? Alles auf Englisch. Heilige Scheiße. Ballistische Raketen. Mobiler Werfer. Die fliegen 1000 Meilen. Locker. Wie kommt der Iran denn an solche Technik? 7-6, verbinde uns mit Laswell. Roger, Moment. Bravo 7-6, Charlie an Watcher 1, bitte komm. Hier Watcher 1, ich höre. Laswell, hier Ghost, wir haben etwas. Hoffentlich ist das Hassan. Ghost, sieh dir das an. Ghost, habt ihr Hassan? Negativ. Hier ist ein Waffenlager. Hassan hat Raketen. Amerikanische. 07, hier Gold Eagle. Wiederholen Sie das. Ich wiederhole. Hassan hat amerikanische Raketen. Okay, alle raus. Heute noch, wenn ich bitten darf. Raus! Der Iran hat jetzt Raketen amerikanischer Bauart. Amerikanische Waffen in Al-Qatalas Händen. Hassan verteilt einfach so unsere Marschflugkörper wie Bonbons an Halloween. Und wir kriegen das nicht mit? Gib dem Iran glaubhafte Abstreitbarkeit. Abstreitbarkeit am Arsch, das ist die Handschrift vom Iran. Und ich will wissen, wie viele sie haben und wo sie sie einsetzen wollen. Wenn Hassan Raketen verschiebt, dann mit einem Partner. Nun, dann wäre es vielleicht klug zu wissen, wer das ist. Mein Team braucht 2 Stunden für die Raketen, Sir. Dann kenne ich jeden, der sie jemals berührt hat. Negativ. Sie werden zerstört. General, das sind wertvolle Daten. Das ist ein Geheimdienstversagen, Laswell. Es wird kein taktisches werden. Da werden 500 feindliche Soldaten vor Ort sein, wenn die Sonne aufgeht. Wir haben keine Zeit. Gold Eagle hier an Ghost. Evakuieren und Beschuss anfordern. Diese Waffen werden zerstört. Alles klar, Kommando. Amsterdam. Was zur Hölle hat Amsterdam damit zu tun? Ein Umschlagplatz für Schmuggler. Häfen und Kanäle sind ungesichert. Der Iran hat dort Freunde. Und wir auch. Wen? Den Captain. Er verfolgt eine Al-Qatala-Zelle in diesem Moment. Und ich dachte, sie bringt mir heute nur schlechte Nachrichten. Ich kontaktiere ihn und kümmere mich darum, Sir. Kate Laswell wieder im Einsatz? Ich will das vom Tisch. Ohne Fehler. Sehe ich genauso. Kate, ich will den Kerl mit Schleifchen als Geschenk verpackt. Und bis dahin bleibt das unter uns. Natürlich, Sir. Bist du da? Knapp 1 Stunde. Wo bist du jetzt? Kanal. Unter einer Brücke. Beobachte ein Al-Qatala-Boot. Befördert es einen Raketencontainer? Negativ. Das hier nicht. Hoffentlich führt es uns zu dem mit der Ladung. Ich melde mich. Gas. Alles klar? Bereit, Captain. Folgen wir ihm.
Alles klar, Leswood in Position. Okay, John. Was hast du? Alcatala belädt hier ein Frachtboot. Das ist das Ziel. Geht an Bord und findet raus, mit wem sie arbeiten. Roger. Das Gelände wird bewacht. Ja, hier sind lauter Wachen an den Docks. Ihr müsst sie beseitigen und euch zum Boot begeben. An die Arbeit jetzt. Ende. Okay, trennen wir uns. Ich übernehme draußen. Du sicherst die Docks. Schön leise. Wir treffen uns beim Boot. Check. Dann los, Cap.